Hallo und willkommen beim Motorradmagazin. Ich bin wieder mal für euch in Spanien unterwegs beim Test der neuen Modelle 2020. Diesmal habe ich hier bei mir die Kawasaki Ninja 1000 SX. Wie ihr ja bestimmt schon auf unserer Webseite www.motorrad-magazin.at gelesen habt, wird die Z1000 SX dieses Jahr ersetzt durch die Ninja 1000 SX. Das ist zwar im Großen und Ganzen fast das gleiche Motorrad, hat aber einige interessante Upgrades bekommen. Ich finde es allein schon bemerkenswert, dass Kawasaki so viel Aufwand betreibt, um einen Sporttourer zu bringen, weil ich diese Klasse an Motorrädern sehr mag, sie aber fast eine Art Dinosaurier ist, denn es werden immer weniger Fahrzeuge dieser Art am Markt. Aus diesem Grund bin ich jetzt schon sehr gespannt auf die Testfahrt, melde mich gleich wieder bei euch und erzähle euch, wie es war. Ja, wie ihr seht, habe ich mich schon in den 835 mm niedrigen Sattel der Ninja 1000 SX geschwungen und mir den ziemlich breiten 19 Liter Tank zwischen die Knie geklemmt. Ihr hört wahrscheinlich schon die akustische Besonderheit dieses Reisemotorrads, nämlich den rein Vierzylinder. Der ist ja mittlerweile eine richtige Seltenheit im Langstreckensegment. Durch die Dominanz der Reise-Enduros, die ja langsam die Sporttourer verdrängt haben, sind wir ja eigentlich in dieser Klasse fast nur noch Zweizylindermotoren gewöhnt. Eigentlich schade, denn der rein Vierzylinder hat natürlich im Tourenbetrieb schon generell gewaltige Vorteile, nämlich seine unfassbare Laufruhe und Vibrationsarmut. Das ist ein wirklich kultivierter Motor, der kaum Lastwechselreaktionen kennt, seitig am Gas hängt. Also eigentlich alles Vorteile, die man im Tourenbetrieb unbedingt haben möchte. In Reise-Enduros macht es natürlich relativ wenig Sinn, weil das Gewicht des Motors natürlich für den leichten Offroad-Einsatz nicht optimal ist. Aber auch die Kawasaki wiegt nur 235 Kilo. Und man sieht, dass die Zeiten für einen reinen Vierzylinder im Tourenbetrieb noch nicht vorbei sind. Ja, dieses Kraftpaket im Aluminiumrahmen leistet wie sein Vorgänger 142 PS bei 10.000 Touren und verfügt über 111 Newtonmeter Drehmoment. Auch das Hubraumvolumen bleibt mit 1043 Kubik unverändert. Rein mechanisch hat der reine Vierzylinder jetzt unterschiedlich lange Ansaugtrichter bekommen und ein Ride-by-Wire. Und das Ride-by-Wire macht natürlich den Unterschied und ermöglicht viel mehr elektronische Assistenzsysteme, wie zum Beispiel den Tempomaten oder die vier Fahrmodi. Und auch neu an dem Fahrzeug ist ein souveräner Quickshifter. Unterm Strich kann man also sagen, dass man mit der Ninja 1000 SX noch komfortabler und bequemer touren kann als mit der Z1000 SX. Und sie bietet jetzt eben rein, was die elektronischen Assistenzsysteme betrifft, ziemlich genau das, was auch eine Oberklasse Reise-Enduro zu bieten hat. Bei der vierten Generation der SX-Modelle von Kawasaki fällt jetzt, wie man sieht, der zweite Schalldämpfer weg. Wir haben nur noch einen Endtopf auf der rechten Seite. Das Ganze ist also ein 4-in-2-in-1 System. Der Motor an sich ist mittlerweile auf Euro 5 vorbereitet, aber noch nicht Euro 5 homologiert, also noch ist er Euro 4 homologiert, kann aber durch sehr kleine Änderungen schon auf Euro 5 kompatibel gemacht werden. Ja, abgesehen von der Elektronik, die wahrscheinlich spürbarste Veränderung an der Ninja 1000 SX für den Fahrer und den Beifahrer, das ist der Komfort der Sitzbank. Also die Sitzbänke sind jetzt beide etwas breiter geworden und dicker gepolstert. Ganz speziell beim Beifahrersitz sieht man das. Die Socia hat jetzt einen wesentlich komfortableren Reisesitzplatz. Und auch sonst ist die Ergonomie, würde ich sagen, durchschnittlich komfortabel. Vielleicht nicht ganz vergleichbar mit einer Reise-Enduro, da der Kniewinkel natürlich doch, bei meinen 1,79 sieht man es ganz gut, etwas spitzer ist. Man sitzt also nicht ganz aufrecht. Das ist aber natürlich bei einem Sporttourer durchaus gewünscht. Und auch die Position am Lenker von den Armen
ist natürlich ein wenig aufgestützt mit einer leichten Vorlage vom Oberkörper, aber in keiner Weise unangenehm. Ich persönlich bevorzuge eigentlich sogar diese Sitzposition, weil ich mich so quasi ein bisschen gegen den Fahrtwind lehnen kann. Ich persönlich bekomme auf einer Reiseenduro durch dieses komplett aufrechte Sitzen immer ein bisschen Kreuzschmerzen. Ein Problem, das ich mit diesem Fahrzeug auf jeden Fall nicht habe. Profitiert hat auch auf jeden Fall der Windschutz, weil wir haben jetzt ein vierfach einstellbares Windschild. Da habe ich hier unten einen Knopf, den muss ich drücken und dann kann ich mit der anderen Hand hier den Windschutz bedienen. Das ist natürlich während der Fahrt zwar möglich, da das Fahrzeug jetzt dank Ride-by-Wire einen Tempomaten hat, den kann ich stellen, dann habe ich quasi beide Hände frei, um hier das Windschild zu betätigen. Allerdings ist das wahrscheinlich nicht im Sinne der Verkehrssicherheit, es empfiehlt sich also, das eher am Stand zu machen. Ja, im Cockpit der neuen Ninja 1000 SX haben wir ein 4,3 Zoll großes TFT-Display, das jetzt alle neuen elektronischen Fahrhilfen praktisch zusammenfasst. Es ist invers momentan eingestellt, per Knopfdruck lässt sich es aber auch auf den Tageslichtmodus umschalten. Und hier sehe ich halt alle Anzeigen betreffend den Tempomaten zum Beispiel und die verschiedenen Fahrmodi kann ich hier auswählen, ganz einfach über den Knopf. Hier komme ich ins Untermenü, habe Vehicle Settings, kann mir hier den Rider Mode einstellen. Da kann ich hier zum Beispiel die Traktionskontrolle und die Gasannahme individuell voneinander anpassen. Oder ich nehme einfach einen der anderen drei vorjustierten Fahrmodi. Das ist halt ganz Geschmackssache, lässt sich sehr individuell anpassen. Mit an Bord ist natürlich auch ein Quickshifter, der für Rauf- und Runterschalten funktioniert und extrem komfortabel die Gänge wechselt. Und natürlich haben wir auch eine LED-Lichtanlage mit an Bord. Ja, im Rahmen des Upgrades spendiert Kawasaki der neuen Ninja 1000 SX auch eine LED-Komplettlichtanlage. Die schaut einerseits extrem sportlich und gut aus, andererseits spart sie auch ein bisschen Strom beim elektrischen System. Ja, eine Kleinigkeit, die ich dann doch bei der Ninja 1000 SX vermisse, das ist ein Keyless Go Zündungssystem. Ich persönlich finde das sehr praktisch, wenn man den Schlüssel in der Jackentasche behalten kann und nicht bei jedem neuen Aufsitzen danach kramen muss. Das ist leider zum Basispreis von 15.600 Euro nicht inkludiert und auch sonst nicht zu haben. Sehr wohl verfügbar ist hier allerdings diese GPS-Halterung. Das ist ein Teil des Zubehörpakets, das von Kawasaki angeboten wird. Diese vier Kolben Monoblock-Bremszangen an der Front, die können ihren Job wirklich gut. Die punkten einerseits mit starker Bisskraft und andererseits mit guter Transparenz. Man hat ein sehr gutes, direktes Bremsgefühl. Leider kann die Hinterradbremse mit der Performance am Vorderrad da nicht ganz mithalten. Die ist für meinen Geschmack ein bisschen zu schwach ausgefallen. Ja, ein üblicherweise viel zu wenig genutztes Feature ist dieses Handrad. Das ermöglicht ja, die Federvorspannung des Federbeins zu justieren und gibt eine einfache Möglichkeit, das Fahrzeug an die Beladungszustände mit Gepäck und Sozia anzupassen. Ja, als Erstbereifung hat Kawasaki für die Ninja 1000 SX den Bridgestone Battlex S22 ausgewählt. Einen Straßen-Supersportreifen, der mir hier wirklich sehr gut gefallen hat. Die Performance war auf allerlei Bodenbegebenheiten von sehr griffigem Asphalt bis hin zu nassem, rutschigem Asphalt wirklich immer überzeugend. Meiner Ansicht nach eine wirklich gute Wahl, die Kawasaki hier für die Erstbereifung getroffen hat. Ja, am Ende möchte ich euch noch kurz das Fazit meines persönlichen Fahrtages mit auf den Weg geben. Vorab möchte ich sagen, dass Kawasaki wirklich einen Sensationspreis fast für dieses Fahrzeug geschafft hat im Vergleich zum Vormodell. Das geht nämlich jetzt für ab 15.600 Euro in Österreich über den Ladentisch.
Und da habe ich all diese wunderbaren elektronischen Helferlines schon mit dabei. Also ich muss nicht extra zahlen für den Tempomaten oder die dynamische Traktionskontrolle. Es ist wirklich alles schon an Bord. Was natürlich die Ausstattung vom Fahrzeug sonst noch betrifft, lässt sich das noch mit drei verschiedenen Zubehörpaketen von Kawasaki weiter aufrüsten. Die beinhalten dann eben das die Kofferset zum Beispiel oder ein Topcase, einen Akrapovic-Schalldämpfer, Heizgriffe. Die fehlen nämlich auf dem Fahrzeug leider. Das ist das einzige kleine Manko vielleicht, was ich mir noch im Serienzustand wünschen würde, aber man kann eben nicht alles haben. Und diese Editionen sind zu haben für 1.500 bis ca. 2.800 Euro. Jedes der Pakete hat eben noch etwas mehr Zubehör als das Paket davor. Generell möchte ich sagen, dass das Fahrzeug wirklich im Fahreinsatz sehr, sehr geschmeidig ist, weil der rein Vierzylinder eigentlich sich für den Tourenmodus perfekt eignet. Die Gasannahme ist seidig und das Drehmoment geht eigentlich fast über den ganzen Drehzahlbereich abzurufen. Das ist das, was mir an diesem Tourenfahrzeug so irrsinnig gefällt. Man kann wirklich sehr schnell, sehr lange und kommod reisen. Das habe ich mit einer Reise-Enduro in diesem Fall jetzt nicht so. Hier haben wir einen Geschwindigkeitsbereich von mehr als 100 km/h, wo sich das Fahrzeug wirklich sehr wohl fühlt und auch der Fahrer aufgrund der etwas sportlicheren Sitzposition nicht so ermüdet. Das kommt mir persönlich sehr entgegen. Abgesehen davon habe ich hier natürlich sämtliche Fahrhilfen mit an Bord, die ich mir wünsche. Und was wirklich sensationell ist, ist, dass das Motorrad extrem handlich ist. Also wir haben hier ein Fahrzeug, das auch über 230 Kilo wiegt und sich wirklich ganz leicht von einer Ecke in die andere buxieren lässt. Und zwar egal, ob man gerne Hang-Off fährt oder ein bisschen den Körper hineinlehnt in die Kurve oder ob man wie eine Supermoto das Fahrzeug um die Ecke lieber ein bisschen drückt. Das macht das Fahrzeug alles mit. Das liegt natürlich auch daran, dass hier die Gabel auch ordentlich überarbeitet wurde für diese Modellgeneration und generell das Fahrwerkssetting sehr harmonisch ist. Wir haben auch hinten zum Beispiel ein praktisches Handrad für die Vorspannungsverstellung vom Federbein, falls eine Sozia mitfährt. Das lässt sich in einem kleinen Handgriff sofort erledigen. Dazu benötigt man nicht unbedingt eine Elektronik wie bei anderen Herstellern. Das hält aber auch den Preis eben bei 15.600 Euro recht gering. Ja, unterm Strich eine wirklich gelungene Ausfahrt heute mit der Kawasaki Ninja 1000 SX. Wir werden dieses Fahrzeug übrigens für euch im Dauertest fahren 2020. Das heißt, wir fangen jetzt im März damit an. Da ist das Fahrzeug auch für euch bei den Händlern und werden es zumindest bis Oktober bei uns im Motorradmagazin Fuhrpark haben. Ihr lest dann darüber in der Printausgabe und natürlich auch regelmäßig auf unserer Webseite online kurze Zwischenberichte, wie unsere Erfahrungen mit dem Fahrzeug sind. Und deswegen möchte ich jetzt bei diesem Test auch gar nicht alles verraten und nicht auf die Details so eingehen. Das machen wir alles dann viel gründlicher im Laufe der Saison. Für heute bedanke ich mich für eure Aufmerksamkeit. Freue mich, wenn ihr das nächste Mal wieder mit dabei seid. Ich reise jetzt schon wieder weiter zur nächsten Kawasaki, nämlich zur ZH2. Da führt mich meine Reise nächste Woche nach Las Vegas. Dort darf ich das Compressor Naked Bike auf der Rennstrecke und auf der Landstraße für euch testen. Bitte bleibt da beim Kanal Stay Tuned, wie das so schön heißt. Und ich freue mich das nächste Mal, wenn ihr bei mir einschaltet. Bis bald, euer Clemo.